Wie wird man eigentlich Immobilienmakler? Wie bin ich es geworden? Muss ich ein Verkaufstalent sein? Muss ich eine Ausbildung haben? Diesen Fragen gehe ich heute mal auf den Grund und zeige euch auf, wieso mein Werdegang eigentlich abgelaufen ist. Ja, ich wurde bereits schon öfters gefragt, wie eigentlich mein Werdegang so abgelaufen ist. Und lustigerweise muss ich sagen, dass ich mir früher, also ich sag mal so in der 10., 9., 10. Klasse, kurz vor Schulabschluss bzw. Realschulabschluss mit Fachhochschulreife, konnte ich mir so überhaupt gar nicht vorstellen, in den Verkauf oder geschweige denn Immobilienmakler zu werden. Hätte man mich damals darauf angesprochen, Jonas, du wirst Immobilienmakler, dann hätte ich dem wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber wie das Leben manchmal so spielt, hat sich dann, sage ich mal, eins zum anderen ergeben. Und ihr werdet auch merken, dass im Laufe dessen, was ich jetzt heute von meinem Werdegang erzählen werde, lustigerweise auch alle Schritte, die ich so gegangen bin, irgendwo auf den Job des Immobilienmaklers aufgebaut haben. Wie ihr ja wisst, ist der Job eines Immobilienmaklers wirklich sehr vielseitig. Das heißt, wir haben nicht nur bautechnisches Wissen, was dort mit reinspielt, sondern auch kaufmännisches und wirklich viel fachliche, juristische Themen, die in den Job des Immobilienmaklers mit reinspielen und den Job einfach eben extrem vielseitig machen und aber auch gerade nicht so einfach machen, weil man natürlich ein gewisses Grundwissen in diversen Bereichen eben braucht. Denn entgegengesetzt zu den fachlichen Kompetenzen, die ich jetzt gerade eben aufgezählt habe, denken leider sehr viele, dass der Job eines Immobilienmaklers wirklich nur Verkauf, Vertrieb ist. Dem ist natürlich nicht so, denn wir sind natürlich, oder beziehungsweise ein großer Teil unseres Jobs ist es natürlich auch, beratend für Käufer und Verkäufer einfach da zu sein und daher halt eben die ganzen fachlichen Bereiche, die halt eben als Immobilienmakler, als professioneller Immobilienmakler wohlgemerkt, eben mit in die ganze Sache reinfließen. Ja, wie dem auch sei, eben in der 10. Klasse, kurz vor Abschluss meines Realschulabschlusses mit Hochschulreife, habe ich mich natürlich gefragt, okay, wo will ich hin? Und tatsächlich lag da mein Schwerpunkt auf dem Handwerklichen. Und zwar war es immer mein Wunsch, Tischler zu werden. Ja, ich hatte auch einige Praktikas, auch schulische Praktikas in Tischlereien abgeschlossen und fand das extrem interessant und würde auch zu einem Teil behaupten, dass ich da, sag ich mal, so ein Händchen für hab. Klar, natürlich wollte ich mich dann für eine Ausbildung bewerben als Tischler und habe mir auch gedacht, okay, das ist mein Ding, was ich machen werde. Ja, falsch gedacht. Ja, es war tatsächlich so, dass ich bei zwei oder drei Einstellungstests durchgefallen bin. Also in der Praxis. Alles super, Einstellungstest durchgefallen. Ja, wie dem auch sei, ich wurde abgelehnt, ich hatte mehrere Bewerbungen geschrieben. Ja, mit meiner jetzigen Denkweise, würde ich sagen, ich hätte damals noch viel, viel mehr Bewerbungen schreiben können, aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette, wie man so schön sagt. Ja, und tatsächlich dann im Gespräch mit meiner Mutter hatten wir herausgefunden, dass es eine Schule für Holz und Bau gibt, die sich hier in Köln Berufskolleg Ulrefort nennt. Da habe ich mich dann natürlich beworben und wurde auch angenommen für die schulische Ausbildung staatlich geprüfter bautechnischer Assistent. Was ist das genau? Ganz plump gesagt, sind das quasi so die Basics aus Architektur und Bauingenieurwesen. Also das heißt, da fließt rein Planungstechnik, Tragwerkslehre, Bauphysik. Klar, die ganz, ganz normalen üblichen Fächer waren da auch, also Deutsch, Mathe. Ja, und mit dieser schulischen Ausbildung habe ich dann eben tatsächlich direkt zwei Abschlüsse gemacht. Einmal den staatlich geprüften bautechnischen Assistenten und eben Fachhochschulreife. Was ich damals gar nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich immer sehr mittelmäßig in der Schule war, habe ich tatsächlich geschafft, worauf ich heute noch sehr, sehr stolz bin, weil wie gesagt, ich war wirklich
immer Mittelfeld, wenn nicht sogar eher was schlechter in der Schule, in manchen Fächern. Ich musste in Mathematik total viel Nachhilfe nehmen und da habe ich dann tatsächlich geschafft, zweitbester Absolvent in der ganzen Stufe zu werden, und das macht mich bis heute noch sehr stolz, dass ich das so geschafft habe. Ja, wie man schon an der vorherigen Geschichte mit dem Tischler so ein bisschen erkennt, war ich doch dann eigentlich eher so der handwerkliche Typ, ja, so würde ich mal sagen. So, das kann ich auch mal kurz hier in die Kamera halten. Hier, das ist mein Abschluss, staatlich geprüfter bautechnischer Assistent. Ich hoffe, das kann man so sehen. Und ja, wie ging es dann weiter? Nach der schulischen Ausbildung zum staatlich geprüften bautechnischen Assistenten gab es halt zwei Optionen. Einmal das Architekturstudium, einmal Bauingenieursstudium. Gemacht, getan, für Architektur entschieden, beworben und bin dann da erstmal studieren gegangen. Leider nicht sehr lange, weil ich in der Zeit dann ja die heiß diskutierte Vertriebsform Network Marketing, MLM, manche nennen es Schneeballsystem, wie auch immer, will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Ja, habe ich dann kennengelernt und das hat mich dann zum ersten Mal so ein bisschen angeregt, überhaupt über mein Leben nachzudenken. Wo will ich hin? Was will ich? Wie soll mein Leben später aussehen? Und im Zuge dessen halt einfach extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Natürlich auch herausgefunden, okay, Verkauf, Vertrieb, das ist nicht einfach. Da habe ich auch herausgefunden, das ist jetzt auch nicht das, was ich auf Fingerschnips kann. Ja? Da habe ich natürlich auch meine guten und meine schlechten Erfahrungen gesammelt. Dass ich mich dann irgendwo auch in diesen Kreisen immer weiter mit der Thematik Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, dann kam das Thema Investment dazu, wie kann man sein Geld investieren, und dadurch wiederum bin ich dann zu dem Thema Immobilieninvestments gekommen, wo ich dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Brücke geschlagen habe zu dem, was ich davor schon gelernt habe. Ich meine, natürlich spielen da bautechnische Geschichten bei Immobilieninvestments schon eine große Rolle. Da hilft es natürlich auch enorm, wenn man weiß, wie man einen Grundriss zu lesen hat oder wie das auszusehen hat, mal Schnittzeichnungen erstellt hat und natürlich sich bezüglich der Baustoffe, den Wandaufbauten, den Dachaufbauten und so weiter und so fort schon damit beschäftigt hat, sich damit auskennt, und das hat da irgendwo mit reingespielt, weswegen ich mich einfach für das Thema Immobilieninvestments einfach immer weiter auch interessiert habe. Ja, und wo es mir auch leicht gefallen ist, mich in die Thematik irgendwo reinzudenken, weil ich mich davor schon eigentlich von einer gewissen Seite aus mit beschäftigt habe. Ja, wie dem auch sei, das hat mich dann wiederum dazu bewogen, ja, wo manche sagen würden, Jonas, wie kannst du nur? Ja, und das fanden meine Eltern auch wirklich gar nicht toll. Ja, ich habe letzten Endes ein Semester Vollzeit studiert, Architektur in Düsseldorf, und das nächste Semester dann ja mehr oder weniger halb studiert. Ja, dann war die Geschichte dann tatsächlich auch gegessen. Also wie gesagt, was vielleicht aber ganz wichtig wäre zu sagen, es lag nicht daran, dass ich zu blöd dafür gewesen bin für das Architekturstudium, sondern ich habe einfach rausgefunden, okay, das ist nicht meins. Ich möchte einfach eher in den Bereich Immobilien, Verkauf, Vertrieb. Ja, da hat sich so ein bisschen die Weiche anders gestellt. Und klar, zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, dass ich dann wirklich so eine Laufbahn einschlage als Immobilienmakler. Aber ich wusste einfach, okay, Architektur zu studieren ist einfach nicht mein Ding. Das war einfach nicht das, wofür ich gebrannt habe. Die Thematiken, wie gesagt, Immobilieninvestments, Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf, Vertrieb, war irgendwo das, was mich dann einfach irgendwo gecatcht hat und dazu bewogen hat, mich weiterhin mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und daraufhin habe ich dann einen Zertifikatslehrgang gemacht von der IHK. Den kann ich auch mal hier gerade ins Bild halten. Immobilienmakler IHK. Das ist ein zweiwöchiger Vollzeitlehrgang, wo man ja auch wiederum die Basics von dem Immobilienmakler
Dasein kennenlernt. Das ist natürlich wirklich nur grobes Basiswissen. Ganz, ganz klar. Man muss aber natürlich dazu sagen, dadurch, dass ich mich einerseits mit der bautechnischen Komponente schon bereits vorher ausgiebig auseinandergesetzt habe, dann die Thematiken der Immobilieninvestments hinzugekommen sind oder die wirtschaftliche Komponente vom Immobilienbereich und dann eben dieser Zertifikatslehrgang von der IHK, hatte ich dann schon zu dem damaligen Zeitpunkt, sage ich mal, die Basics des Immobilienmaklerberufes aufgeschnappt und habe mich dann auch irgendwo bereit gefühlt zu sagen, okay, ich möchte in diesem Bereich halt eben durchstarten. Ja, wie schon kurz angerissen, war das für meine Eltern tatsächlich gar nicht so eine lustige Geschichte. Die fanden das gar nicht toll. An dieser Stelle liebe Grüße an meine Eltern. Aber es war einfach das Ding, was ich machen wollte. Und deswegen habe ich da voll hintergestanden und habe das dann auch irgendwo durchgezogen. Dann ging die Bewerbungsphase wiederum los, dass ich gesagt habe, klar, ich möchte Immobilienmakler werden. Ich möchte eben erstmal angestellt sein in einem großen Immobilienmaklerunternehmen. Gemacht, getan, diverse Abfuhren bekommen, ja. Klar, weil wer möchte denn so einen jungen Bubi, der noch gar keine berufliche Erfahrung hat, ja, weil Praxiserfahrung, wie ich im Nachhinein, sage ich mal, kennengelernt habe, ist natürlich das A und O innerhalb der Immobilienbranche. Das ist zwar schön, wenn man die Basics hat, aber da spielt einfach schon irgendwo eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung und vertriebliche Erfahrung spielt da natürlich eine erhebliche Rolle in der ganzen Geschichte. Weswegen natürlich die renommierten Immobilienmaklerunternehmen hier in Köln und Umgebung das natürlich bei mir zumindest zu dem Zeitpunkt eben nicht gesehen haben und mir diverse Absagen gegeben haben. Auch da rückwirkend denke ich mir, ich hätte mich viel, viel öfters bewerben können, aber der Weg sollte einfach so sein, wie er war und wie er ist. Wie es der Zufall so will, habe ich durch diese Bewerbung dann einen Kontakt kennengelernt, der mich wiederum an eine Firma weiterempfohlen hat, die Vertrieb von Kapitalanlageimmobilien gemacht haben oder immer noch machen. Das habe ich natürlich mit der Kusshand angenommen, das Angebot, und bin dann da wirklich sehr ins kalte Wasser gesprungen, ja. Was aber auch wiederum total gut war bezüglich der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, und habe da dann erstmal ein Jahr lang Praxiserfahrung gesammelt und wirklich von der Pike auf gelernt, okay, was bedeutet es wirklich professionell Vertrieb zu machen? Ja, diese Stelle als Vertriebler habe ich natürlich mit der Kusshand irgendwo aufgenommen und fand das auch sehr, sehr gut. Und da habe ich auch wirklich, sage ich mal, die Basics von professionellen Vertrieb kennengelernt. Habe dann aber auch während dieser Zeit gemerkt, okay, das ist schon ein anderes Feld als was der Immobilienmakler letzten Endes macht. Und ich wollte ja mehr in die Beratung und mehr in das reine Immobilienmaklergeschäft. Ja, während des einen Jahres bei der Vertriebsfirma von Kapitalanlageimmobilien habe ich dann wiederum einen Kontakt kennengelernt, einen Immobilienmakler aus dem linksrheinischen Köln kennengelernt, der mir anbot, freiberuflich bei ihm tätig zu werden als Immobilienmakler. Und da bin ich dann quasi meine ersten Schritte richtig als Immobilienmakler gegangen, wofür ich auch extrem dankbar bin. Also da habe ich auch wiederum dann, die Grundlage für das Immobilienmaklergeschäft kennenlernen dürfen. War aber da wiederum eine sehr kurze Zeit, weil ich tatsächlich die ja schon fast hirnrissige Entscheidung dann damals getroffen habe, mich direkt selbstständig zu machen, komplett selbstständig zu machen. Ja, das habe ich dann auch gemacht, durchgezogen, und damals wusste ich natürlich nicht, dass das mal so sich aufbaut. Ja, und bin dann wirklich da auch schon ins kalte Wasser gesprungen, hab's aber letzten Endes nie bereut. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich schon die Grundlagen des Immobilienmaklergeschäftes, aufgeschnappt.
Trotzdem war es natürlich so, dass das meiste Wissen ganz einfach durch die Praxiserfahrung gekommen ist. Und es ist genauso damals wie heute, ist die ständige Weiterbildung in allen Bereichen des Immobilienmaklergeschäftes das A und O für den geschäftlichen Erfolg. Und das muss auch irgendwo so sein für eine professionelle Maklerdienstleistung. Und ich finde es auch mittlerweile ja wirklich extrem gut, dass das auch eine Fortbildungspflicht auch existiert, wodurch das irgendwo auch ja, kontrolliert wird, dass die Maklerbranche sich auch ständig weiterbildet, weil, wie viele ja auch wissen, ist es kein klassischer Ausbildungsberuf. Man kann zwar einen Immobilienkaufmann als Ausbildungsberuf erlernen, aber nicht explizit Immobilienmakler. Ja, das ist dann eben ein Beruf, der sich eben aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt. Ja, also ihr merkt, auch ich habe keinen geraden Lebenslauf und bin letzten Endes durch Umwege zu meinem Traumjob gelangt und muss auch ganz klar sagen, ich bin super dankbar dafür, für jeden einzelnen Schritt, den ich da gegangen bin, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick nicht das Richtige war, aber es ist ja immerhin dann auch eine Erkenntnis zu wissen, okay, für was bin ich nicht geschaffen oder was gefällt mir nicht? Das ist ja auch dann im Nachhinein immer eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja, wenn ihr auch einen ähnlichen Weg hinter euch habt, also sprich Berufserfahrung in der Immobilienbranche und oder eine Ausbildung bereits hinter euch habt, dann könnt ihr euch tatsächlich bei uns auch bewerben, denn wir sind immer auf der Suche nach erfolgshungrigen Immobilienmaklern für unseren Standort in Köln-Hönaus. Hierfür werden wir euch hier nochmal unsere Kontaktdaten einblenden. Wir freuen uns auf eure Bewerbung, wenn das für euch interessant ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.